Hey Leute, herzlich willkommen hier bei RMDTV. Heute habe ich mal wieder ein Unboxing für euch. Und zwar kam bei mir heute richtig frisch das neue SimCity in der Collectors Edition an. Ja, wenn ihr euch fragt, warum gerade die Collectors Edition so klein ist, ja, den kann ich ganz einfach sagen, weil mehr ist in der Collectors Edition nicht. Ihr bekommt einfach nur ein normales Steelbook mit zwei virtuellen Inhalten. Und das Ganze für 70 Euro. Was sich jetzt genau in der Collectors Edition befindet, werde ich euch einmal sagen. Denn wir haben hier einmal das deutsche Städteset. Das könnt ihr auch einzeln erwerben für ungefähr 9,85 € oder in dem Dreh. Also kann man gute 10 Euro, kann man sagen. Und ihr habt das Helden- und Schurken-Paket, wo eben der Superheld Maxis Man gegen den bösen Dr. Wu. Oh. Kämpft. Ja, sagen wir, ich erzähle euch erstmal was hier zur Verpackung. Hier vorne habt ihr so ein kleines 3D-Hologramm, also beziehungsweise für die meisten heißt das einfach nur Wackelbild, für uns ist das so ein 3D-Hologramm. Dann auf der Seite steht einmal SimCity und unten die Collector's Edition von EA. Hinten eben, was in dieser Collectors Edition drin ist, und auf der anderen Seite nochmal SimCity mit der Collectors Edition. Wenn man nun diesen Pappschuber, weil das ist bis jetzt nur ein Pappschuber, wegtut, kommt das schöne Steelbook raus. Und ich muss sagen, das ist wirklich richtig schön, weil vorne haben wir eben die komplette SimCity-Stadt aufgebaut und hinten haben wir nochmal, wo eben die SimCity-Stadt auf der Vorderseite draufsteht, die leere Fläche, wie das so aussah. Was ich auch schon ziemlich witzig finde, ist, dass hier unten ein kleiner Hinweis ist von EA, ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass diese Version also schon 2012 erschaffen worden ist. Ja, SimCity gibt es eigentlich schon etwas länger, nur kam jetzt erst raus. Na gut, Schaden tut es ja eh nicht. So, wenn wir nun das Steelbook aufmachen, haben wir auf der rechten Seite die SimCity DVD und auf der linken Seite ja, drei kleine Beipackzettel. Auf dem ersten Beipackzettel seht ihr eben das Helden- und Schurkenpaket und das deutsche Städteset. Auf diesem Beipackzettel wird euch auch erklärt, wie ihr diese beiden Sets freischaltet für die Collector's Edition. Als nächstes habt ihr dann einmal eine, ja, schon eigentlich ein kleiner Witz, weil einfach nur eine kleine Anleitung, wie die Steuerung von SimCity ist, wie ihr Videos aufnehmen könnt, wie ihr Fotos machen könnt und. Also ist wirklich nur auf einen Zettel. Und als dritter Beipackzettel, den halte ich euch mal verkehrt herum rein, befindet sich der Installationscode mit einer kleinen Nutzer Blablublieb-Vereinbarung. Tja, das ist schon alles gewesen, was in der Collectors Edition drin ist. Leider ist bei SimCity noch ein kleiner Beigeschmack da drin. Wer sich jetzt es noch nicht so ganz vorstellt oder wer noch sich nicht über SimCity informiert hat, den kann ich es mal kurz erzählen. Denn SimCity erfordert eine permanente Internetverbindung. Das Spiel wird nämlich zurzeit in einer Cloud berechnet und ja, das mag den einen oder anderen gar nicht stören, also wie beispielsweise mich. Mich stört das nicht. Nur für die Leute, die wirklich richtig schlechtes Internet haben oder beziehungsweise ich habe auch schon mal gehört, dass welche noch überhaupt kein Internet haben, ja, die können das Spiel nicht spielen. Da weiß ich nicht, was da Maxis beziehungsweise EA sich bei gedacht haben, denn SimCity sollte man auch ohne Probleme in Singleplayer, ohne Online-Anbindung spielen können, weil das geht ja noch nicht mal. Ja, das war's soweit vom Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Falls ihr Verbesserungsvorschläge für mich habt oder falls ich irgendwas anderes mal unboxen soll, dann schreibt mir doch mal unten in den Kommentaren, welche Verbesserungsvorschläge ihr habt und was ich unboxen soll. So, das war's soweit. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag hier auf YouTube und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.